Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel sprach sie sich erneut gegen die Freigabe der Impfstoffpatente aus und forderte eine strategische Zusammenarbeit mit der Türkei beim Thema Migration. AfD und Linke nutzten die Debatte für Kritik an Merkels Regierungsarbeit. Lob kam von SPD, Grünen und FDP. Corona-Infektionszahlen in Deutschland weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut meldet 1008 neue Fälle, gut 320 weniger als vor einer Woche. Der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante hat sich auf 15% erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell unter 7 bei 6,6. Vorerst keine Warnstreiks bei der Bahn. Der GDL-Vorsitzende Weselski sagte in Berlin, dass die Gewerkschaft aber ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung aufrufe, die am 9. August ausgezählt sein soll. Erst danach müssten sich Reisende auf Streiks einstellen, falls die Bahn kein verbessertes Angebot in den bisher gescheiterten Tarifverhandlungen vorlege, so Weselski. Mehrstöckiges Gebäude nahe Miami Beach teilweise eingestürzt. Zur Ursache und zu den Opfern gibt es noch keine offiziellen Angaben. Nach Medienberichten ist ein Mensch gestorben, 9 wurden verletzt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Laut Feuerwehr sind mehr als 80 Einheiten im Einsatz. Deutschland steht im Achtelfinale der Europameisterschaft. Die Nationalelf kam im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn nach zweimaligem Rückstand noch zu einem 2:2 Unentschieden. Havertz und Goretzka erzielten die Tore. Die Mannschaft trifft nun am Dienstag auf England. Das Wetter. Heute in weiten Landesteilen wechselhaft und neben Sonnenschein dichte Wolken mit Regen oder Schauern. Vereinzelt Gewitter und vor allem im Süden Unwettergefahr. Im Nordwesten trocken. Höchstwerte von 16 bis 27 Grad.